Servus Leute, willkommen zurück zum FM 1516 mit euren Grauen, den Eisern und Jonan aus Berlin, Freunde. Ja, der nächste Spieltag steht an. Gegen VfL Bochum, Freunde, der 32. Spieltag, das ist kurz mal die Tabelle. Wir haben wirklich nur zwei Niederlagen gehabt, aber dafür 10 Unentschieden die Saison. 66 Tore geschossen und 22 kassiert. Das ist eigentlich ganz ordentlich, die wenigstens kassiert, das ist super. Und nochmal an die erste, Bayern ist ja Meister. Hier passiert wohl auch nichts mehr. Naja. Aber hier kann noch was passieren. Schalke kann wirklich noch Europa League Platz abgeben. Super. Ja, dann sind wir auch schon mal hier. Liam Terry werden wir wohl dann holen. Machen wir mal so 70.000 für die zweite Mannschaft. 3 Jahre. Nächste Saison. Dann nehmen wir den auch noch mit. Die anderen dürfen ja noch spielen. Hier sind auch noch ein paar, wo wir uns mal angucken können. Ja, die Jungs, die trainieren einfach super. Das ist der Hammer. Wenn die alle in der zweiten, also in der A-Jugend jetzt kommen hier. Zum einen Weber, Klaassen, Chris Schinken, Werkmann. Schön. Dann kommen schon mal ein paar Leute wieder rüber. Das ist sehr schön. Das freut mich echt. So, dann gehen wir nochmal in die Fans rein. So wie immer, Skripski ist der beliebteste immer noch. Schnellbacher ist aber kurz dahinter. Unsere jungen Spieler bekommen zu wenig Spielpraxis. Da muss der Trainer was machen. Okay, wenn du das sagst, Beate. Dann bleib mal lieber bei Schwiegertochter gesucht. Zum Spitzenspiel werde ich nach langer Zeit mal wieder ins Stadion gehen, sagt Patrick aus Berlin. Wir sollten auf der Position Mittelfeldspieler auf Ramsi Hartmann setzen. Der wird mal ein guter. Ja, das sehe ich auch so. Warum haben wir einen Fitnesstrainer angeheuert? Ja, weil wir das wollten. Weil wir halt Konstanz haben wollen in der Fitness. So. Was sagt der Finanzstatus? Wir dürfen nochmal um 340.000 erhöhen. Ja. Baukosten sehen gut aus soweit. Hören wir doch nochmal die Gehälter, oder? Warte mal. Gehälter. Machen wir das mal so. Wir dürfen 340. Dann machen wir 200.000 hier drauf. Und den Rest auf Gehälter, oder? Oder nee, wir machen das anders. So. Gehälter ist soweit in Ordnung. Wir werden erstmal 200.000, oder? 200.000 ballern wir in die Transfers und den Rest ins Sonstige. So. Damit wir im Sonstigen noch ein bisschen Kohle haben. Och, ich klicke mich hier wie ein Irrer gerade durch. Das will ich eigentlich gar nicht. So, dann kommen wir mal zum Team. Kessel und Mast können vielleicht Pech haben, dass sie gesperrt werden. Quiring werde ich mal reinbringen für den Mass. Und Kessel lasse ich drin. Und der Rest. Wollen wir nochmal den Ramsi Hartmann hochziehen? Ramsi Hartmann. Nochmal eine Woche erste Mannschaft. Bricklauer. Kader, erste Mannschaft. Nochmal eine Woche. Komm. Das geht schon klar. Bricklauer für Trimmel und Ramsi Hartmann. Dann lassen wir den Mast mal komplett draußen einmal. Ist ja nicht schlimm. Ramsi Hartmann. Oha. Sehen wir hier die Fitness. Schlecht bei beiden. Guck mal hier, 269 Punkte hat der Junge gut gemacht. Ich will mich im TS unterhalten und... Liebe Bjarne meinte, der geflutscht, dass er vielleicht locker den Duziak in der nächsten Saison den Rang ablaufen kann, wenn er so weiter trainiert, weil dieses Training ist ja abnormal bei dem. Das ist ja richtig krass, wie man so trainieren kann. Gleich wie bei Ramsi Hartmann, der ist auch überragend. Bricklauer und Hartmann nehmen wir dann mit, okay. Super. Privater Bereich, super. Gehen wir jetzt ins Spiel gegen VfL Bochum. Textmodus.
Dann wollen wir mal schauen, ob wir jetzt den Aufstieg perfekt machen. Gebt euer Bestes. Und nach vorn, jawohl, komm, 32. Spieltag, Union Berlin gegen Bochum. Auf geht's. Von der ersten Minute an ist es ordentlich bis im Spiel. Tobias Weiß verliert den Ball gegen Kreilach, der passt direkt auf Thiel. Der umkurvt am Strafraum locker Lucia. Flachschuss ins linke Eck. Und auch Riemann sieht hier nicht wirklich gut aus. Tor. Sehr geil, dann gebe ich mal einen Schluck aus. Sehr geil. Von mir aus weiter so. Weiter so gebe ich da rein. Na, ich habe... Okay, Bastians mit der ersten Ecke für Bochum jetzt. Der Ball kommt 20 Meter vor dem Tor zu Terodde. Der lässt Ziel aussteigen, zieht ab. Der Ball schlägt links unten ein. Super. So schnell kann es gehen. Terodde mit dem 17. Saisontor. Auch ein echt ein richtig guter Stürmer in der zweiten Liga bisher. Ich glaube, der ist auch Torschützenkönig bisher. Und sehr unterhaltsames Spiel. Ja, dann geht doch mal drauf. Mal gespannt, was jetzt noch so passiert, ne? Quirin geht am Strauchmann zu Boden und fliegt. Er rappelt sich auf und fällt gegen Lucia wieder. Dann reklamiert er aber. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen, der alte Hempel. Das ist aber üblich. Das ist üblich, sowas. Jetzt wieder Großchance, komm. Yes! Duziak auf der linken Seite, er hat zu viel Platz. Bedient Schnellbacher. Aus 8 Metern verfehlt dieser die lange Ecke. Nur um Zentimeter. Eieiei. Quirin sieht gelb für einen Mini-Foul. Er sollte es nicht übertreiben. Auch Weiß wirkt etwas überrascht. Hey, das ist für Quirin gar nicht gut. Lucia geht da auf den nassen Boden hart in den Zweikampf. Klare gelbe Karte. Ja, das wird wohl pünktlich in die Halbzeit gehen, ja? Okay. Also heißt es in der zweiten Halbzeit nochmal richtig Dampf machen. Kannst du das spielen? Eine 58 hast du da nur. Komm, ich riskiere das jetzt einfach mal mit Ramzi Hartmann. Ist mir jetzt egal mit der Fitness, aber ich habe keinen Bock hier nur einen mit der Gelb-Roten zu verlieren. Ich werfe den jetzt einfach ins kalte Wasser wieder. Bin mal gespannt. Schwache Aktion von Skripski. Statt abzuspielen, verzettelt er. Am Ende ist der Ball weg. Okay. Ja, Steven. Im Vergleich zu Halbzeit 1 war es eher ein verhaltener Auftakt. Hier lässt Fabian mit einer feinen Finte links aussteigen. Hält drauf. Prallt vom Außenpfosten zurück. Der Ball. Schade, Thiel, der hat richtig Bock heute. Wenn wir danach so drüber nachdenken, ne, könnte das, wäre das Quirin gewesen. Und er hätte dann Gelb-Rot gesehen. Wenn wir mal so überlegen, ne. Jetzt noch eine Chance für uns. Kessel flankt von der rechten Eckfahne vors Tor. Riemann kommt nicht richtig an den Ball. Schnellbacher vor die Füße, der bedankt sich. Yes, 2-1. Wenn nicht Luca, wer dann? Richtig schwach von dem Bochumer. Ja, aber direkt wieder kontern. Guter Angriff. Aber Terodde ist da viel zu unkonzentriert. Alles klar. Bricklauer hat jetzt Bock. Der kommt jetzt rein. Für Duziak. Bin ich mal gespannt. Ich muss das jetzt auf jeden Fall riskieren. Da die Jungs so toll trainieren, muss man die auch mal spielen lassen.
Na komm schon. Was wird hier noch passieren? Man muss heute auch die hervorragende Leistung vom Schiedsrichter Hempel lobend erwähnen. Ja, kannst du eine Tonne kloppen, den Jungen. Der hat uns keine Elfer gegeben. Der Razzino nimmt einen Zweikampf. Das Bein etwas zu hoch. Okay. Gelbe Karte. In dem Sinne entscheidet er recht mit den Karten anscheinend. Aber er hat uns den Elfmeter nicht gegeben. Finde ich nicht so gut. Zehn Minuten noch. Und noch eine Chance für uns. Kreilach liegt schön auf Hartmann. Aber der verzieht. Da muss der junge Mittelfeldspieler mehr draus machen. Ja, Futi. Da muss mehr kommen. Terrazino hat sich verletzt. Muskelfaserriss. Am 32. Spieltag nochmal verletzen. Oh, okay. Kreilach trifft den Ball überhaupt nicht richtig. Und er geht meilenweit weg vom Tor ins Aus. Schade, schade, schade. Hohe Flanke von Errol. Rima muss sein ganzes Können beweisen, lenkt diesen über die Latte. Über die Ecke noch mit? Nö. Bochum hat jetzt eine Chance. Schöne Fabian-Flanke. Schöner verlängertes Leer. Unglücklich zu Novikovas. Er zieht ab. Kessel bekommt ihn noch Fußspitze dazwischen, lenkt den Ball zur Ecke. Heieiei. Ecke von links jetzt, Felix Bastians. Diese Ecke ist kein Problem für Amsif. Er hat den Ball. Alles klar, Concentration, Baby. Machen wir das Ding perfekt, ey. Komm, 4 Minuten Nachspielzeit. Da fragt man sich, wofür. Ja, das ist der tolle Schiedsrichter, der das macht. Ja, 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 ja. Geil. Richtig geil. Kapitän Kreilach steigt auf den Zaun und stimmt mit den Fans einen Humba an. Ja, das mache ich jetzt aber nicht. Sehr schön. Super. Ja, schön. Das freut mich richtig, ey. Da bin ich wieder baff, ey. Ja, das war's dann, ne? Also, ich würde sagen, wir haben es soweit gepackt. Heftig. Nürnberg spielt auch nur 1-1 gegen Braunschweig. Freiburg gewinnt 2-0. Die folgen uns. Ja, Duisburg ist jetzt wohl komplett weg. Hier sind noch Chancen für die anderen beiden, aber Duisburg verabschiedet sich aus der zweiten Liga leider. Gucken wir nochmal in die erste. Ja, die Hertha ist auch abgestiegen, würde ich sagen. Schade, schade eigentlich. Dritte Liga. Mhm. Ja, ist nicht so schlecht alles, muss ich sagen. So, Bert van Marwijk, der Trainer von Leipzig, das ist das Zitat des Tages. Wenn ich alles kommentieren soll, was in den Zeitungen steht, müssen wir hier übernachten. Ja. Berlin hat verdient gewonnen, die waren spritziger. Die waren schneller. Berlin hat sehr gut gespielt, sagt Trainer Gert-Jan Verbeek. Sehr schön. Ich will einfach nur Spaß haben und Fußball spielen, sagt der Schnellbacher. Ja, der ist auch unbeschreiblich, der Junge. Der ist einfach unbeschreiblich. Wie sieht's denn hier aus mit den Nominierungen? Mit den meisten. Kreilach 5-mal, Duziak 3-mal. So, die besten Spieler. Schnellbacher immer noch vorne. Skripski 14 Buden. Wer kommt da noch dahinter? Ceolano. Auch sehr schön. Okay. Bogatetz verbessert sein Kopfballspiel. Das freut mich auch. Peter Pekarik wechselt von Hertha zu Mainz. Haben wir noch irgendwelche super Transfers hier? Admir Mehdi von Bayern 04 Leverkusen zu Hamburg. Ja. Christoph Hämlein. Christoph Hämlein? Lol, der wechselt von PSV Eindhoven zu Bochum. Also kommt wieder nach Deutschland. Schön, alles klar. Machen wir es wieder rein. Jakob Busk Jensen. Alemannia Aachen. Alemannia Aachen bietet... Ja, schade. Ach, wir scheißen auf das Geld, komm. Kriegen den für 105.000. Die dürfen den haben. Ja, Freunde, da ist es perfekt.
Oh, ist das toll. Aufstieg, wir haben es geschafft, echt. Wir sind wirklich aufgestiegen, ohne Scheiß, ey. Oh, ist unfassbar. Steht... Alter Schwede, hier, guckt euch das an. Alter Schwede. Na gut, da wir aufgestiegen sind, können wir ja vielleicht noch ein bisschen rotieren. Werde ich auch machen. Das ist unfassbar, fehlen gerade die Worte wieder. Ja gut, dann kommen wir mal zu den zu Altintas erstmal, wo gesagt wurde, komm schon. Ja gut, 20 Jahre alt, Stärke 64, weiß nicht, ob das ausbaufähig ist für ihn. Das müsst ihr entscheiden, wie gesagt. Dann wurden mir noch Spieler vorgeschlagen, die habe ich alle schon hier drin gehabt. Brun Larsen, Pulisic, Serra und Paslak. Die habe ich alle schon hier drin gehabt. Aber die wollen eh nicht mit uns reden. Die ganzen Leute. Hier sehen wir das. Hier. Paslak. Doch, Paslak. Das würde sogar klappen. Da, da seht ihr es. 57 hat er. Das würde sogar passen. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, was gucken wir mal hier mit Pokal, ach nee, mit Golf, so. Gehen wir erstmal einen Tag weiter. Ja, Busk Jensen werde ich an Aachen verkaufen. Hier ist schon mal gescheitert. Oh, der ist gescheitert mit Aachen. Ja gut, tut mir leid, dann gehst du zu denen. Das tut mir ja leid, ne? Ja, Zuschlag für Hangzhou Greentown FC. FC. So. Ramsey Hartmann hat erstmal Trainingsziel erreicht. Das ist wunderbar. Hat eine 63. Ja, die konnten sich nicht einigen. Schade. Jetzt hat er eine 63 übrigens, weil er gepusht wurde durch die Euphorie. Scouting abgeschlossen von Tim Häusler. Joel Keller ist auf der Transferliste. Ja. Guck das hier zuletzt an. Spartak Trnava war, ist interessiert an Keller. Ja, Jakob Busk Jensen wechselt. Leon Terry akzeptiert Vertragsangebot. Jawohl. Und die B-Union gewinnt 4:1. Drei Tore von Weber, eins vom Zimmer. Überragend geil. So möchte ich das auch sehen. B-Jugend. Hier, guckt euch das an. Super, die Spieler, die beiden hier. 214, 164 der Werkmann. Mal nochmal gucken auf dem Benny Weber. Hier, den Mats Klaasen meine ich. 134. Das kann sich alles sehen lassen, das ist einfach unfassbar. Was dieses Jahr uns so gebracht hat, ist einfach wunderbar. Golf spielen und weitergehen. Einfach geil. So, Liam Terry hat alle Trainingsziele erreicht. Nein, das machen wir selber. Wir werden alles selber aufteilen, so wie immer. So. Andrew Jensen hat auch Trainingsziele erreicht. Sehr geil. Ganz mal Stellungsspiel. Weiter trainieren. Scouting abgeschlossen. Weiterhin für Tim Häusler. Ja, das hat man schon. Und Sponsorzahl Bonus von 150.000 ist auch geil. Was geht denn noch hier? Nicht das Stadion, die Infrastruktur. 242.000. Können wir dann noch verschieben? Vielleicht? Nee, leider nicht. Okay. Dann machen wir doch Fitnessparcours oder Schulungszentrum, ne? Machen wir mal Schulungszentrum. Muss sich ja ein bisschen noch lohnen. Weiterhin Golf spielen und mit der Katja feiern, ein bisschen Segel gehen, Party auf der Yacht und bis um 7:30. So, ja, 74, also bitte. Das ist unfassbar. Glückwunsch zum Jubiläumsspiel. 94 Spiele.
Ja, dann, das ist also unbeschreiblich gerade, Freunde, also echt. Ich freue mich halt, auch wenn man das nicht so merkt, aber ich bin halt gerade richtig glücklich. Gut trainiert, Korte. Puncic, Roberto, super. So, dann machen wir, gucken wir mal hier nochmal. Packen wir den Mast wieder hier rein. So, ja, dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge noch so machen. Das war's erstmal für diese Folge dann gleich. Erstmal gehen wir noch einen Tag frei. Weiter, ne? Einen Tag frei gebe ich auch übrigens. Aber erstmal Bielefeld. Erstmal Bielefeld jetzt, Freunde, jetzt. Jawohl. Ramsey Hartmann und Bricklauer sind wieder in der Jugendmannschaft. Beide mal wieder aufstellen. Laukert hat wohl Stress hier irgendwie. Nee? Pass auf. Das müsste gleich wieder passen. Jawohl. Jawohl, dann haben wir das so, dass Mosberger, Hartmann, Terry und Bricklauer die ersten Jugendspieler sind, die in unsere zweite Mannschaft kommen. Beziehungsweise vielleicht auch in die erste. Oh, dürfen wir nochmal Golf spielen? Ja, sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein für diese Folge, was ich zeigen sollte. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch was sehen möchtet. Abonniert mich, lasst einen Daumen oben. Unterstützt mich weiterhin so super. Dann fügt sich alles zusammen. Wir können noch mehr Spaß haben, alle Mann. Das macht jetzt eigentlich schon sehr viel Spaß, ne? Okay, Jungs. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Spiel gegen Bielefeld wieder. Bis dahin noch einen schönen Tag. Ciao.